Kai und ich habe die große Freude, Ihnen jetzt unseren ersten Ehrengast vorzustellen, nämlich die türkische Rechtsanwältin und Menschenrechtsverteidigerin Ellen Keskin. Ellen Keskin hat ein Rechtshilfeprojekt für Frauen mitbegründet, die von türkischen Sicherheitskräften sexuell missbraucht oder vergewaltigt wurden, darunter auch viele Kurdinnen. Für die Verwendung des Begriffs Kurdistan hat sie sich einige Gerichtsverhandlungen eingehandelt. Außerdem ist sie die Vorsitzende der Istanbuler Zweigstelle der größten türkischen Menschenrechtsvereinigung IHD. Für ihr großes persönliches Engagement ist sie im Jahr 2001 mit dem Amnesty Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden und 4 Jahre später brauchte sie selbst schon dringend die Hilfe von Amnesty, als ihr nämlich Drohungen ins Haus flatterten von einer ultranationalistischen Gruppe. Damals startete Amnesty eine Urgent Action, also einen Eilaufruf, und binnen 24 Stunden hatten Millionen Menschen weltweit an die türkische Regierung für Schutz für Ellen Keskin plädiert. Es ist also nicht selbstverständlich, dass sie heute hier sein kann, umso mehr freue ich mich. Sie wird eine Ansprache jetzt halten, die Mehmet Gültekin übersetzen wird. Übermorgen hat Ellen Keskin Geburtstag, deswegen kriegt sie im Anschluss auch noch ein kleines Geburtstagsgeschenk von Monika Winkowski von Amnesty International. Bitte begrüßen Sie mit mir jetzt Ellen Keskin. Es ist für mich eine Ehre, als Rednerin auf der Vollversammlung der Amnesty, die in unserem Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen einen enorm wichtigen Platz einnimmt, eingeladen zu sein. Hepinizin bildiği gibi bizler insan hakları mücadelesinin çok zor koşullarda yapıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Wie es euch allen bekannt ist, leben wir in einer Geografie, in der der Kampf um Menschenrechte nur unter sehr schweren Bedingungen geführt werden kann. Mücadelemiz boyunca yaşam hakkı ihlalleri başta olmak üzere birçok devlet saldırısına muhatap olduk. Im Laufe unseres Kampfes wurden wir verschiedenen Angriffen seitens des Staates je auf Leib und Leben ausgesetzt. Arkadaşlarımız öldürüldüler, gözaltında kaybedildiler, dernek binalarımız bombalandı, silahlı saldırılara uğradık ve düşüncelerimiz nedeniyle cezaevlerine girdik. Unsere Freunde wurden ermordet, viele ließen sie im Gewahrsam verschwinden, unsere Vereinslokale wurden mit Brandsätzen attackiert, wir wurden mit Waffen angegriffen und wegen unserer Meinung ins Gefängnis eingesperrt. Özellikle 1990-1998 yılları arasında muhatap olduğumuz bu saldırılar sırasında Amnesty International hep yanımızda oldu. In der Zeit vor allem in den Jahren 1990 bis 98, in der wir diesen Angriffen ausgesetzt waren, stand uns immer die Amnesty zur Seite. Her ölümde, her gözaltında kayıp olayında, her işkence, her cezaevi olayında her zaman en büyük dayanaklarımızdan biri oldu Amnesty. In den Fällen wie bei Ermordungen, das Verschwindenlassen der Menschen im Gewahrsam, Folter und Festnahmen haben wir große Unterstützung durch Eilaktionen der Amnesty. O kadar yalnız ve çaresizlik ki, Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı acil eylem çağrıları bizim bu yalnızlığımızı azaltıyor ve umut veriyor. Wir waren sehr einsam und verzweifelt. Es waren dann die Appellen und Eilaktionen der Amnesty, die uns in dieser Lage Hoffnung machten. Kişisel tarihim açısından da Amnesty'nin çok önemli ve özel ve değerli bir yeri var benim için. Auch in meiner eigenen Lebensgeschichte nimmt Amnesty
einen sehr wichtigen und wertvollen Platz ein. Yıllardır birçok kez düşüncelerim nedeniyle yargılandım. Jahrelang wurde ich wegen meiner Meinung mehrmals angeklagt. Genel olarak konuşma ve yazılarımda Kürdistan kavramını kullandığım için, Ermeni soykırımından söz ettiğim için, Türkiye'de yerleşik militer sistemi sorguladığım için ve esas olarak orduyu eleştirdiğim için yargılandım. Ich wurde in erster Linie deshalb angeklagt, weil ich in meinen Reden und Vorträgen den Begriff Kurdistan, das Massaker an Armenien und das in der Türkei verankerte Militärsystem, allen voran die Armee kritisierte. Yargılandığım tüm davalarda Af Örgütü davalarımla yakından ilgilendi ve acil eylem kararları çıkarttı. Die Amnesty hat sich mit allen gegen mich laufenden Prozessen beschäftigt und zu Eilaktionen aufgerufen. Ve özellikle cezaevine girdiğimde Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı destek çalışmalarıyla bana gelen mektuplar en büyük dayanağım oldu cezaevindeyken. Vor allem, als ich mich im Gefängnis befand, warfen Solidaritätsbriefe, die durch Anregung und Bemühungen der Amnesty mich aus aller Welt erreichten, Licht in meine Haftzelle als Zeichen der Hoffnung. Af Örgütü, yaşadığımız coğrafyada sadece benim için değil, benim gibi insan hakları mücadelesi veren birçok arkadaşım için de çok büyük bir yandaş, bir dayanak oldu. Die Amnesty war in unserer Geografie zu jeder Zeit für mich und für viele andere Menschenrechtsverteidiger sehr wichtig und wertvoll. Özellikle örgütlenen uluslararası dayanışma adeta hepimizin koruyucu kalkanı oldu. Die internationalen Solidaritätsbekundungen dienten für uns als Schutzschilder, die von der Amnesty organisiert wurden. Yaşadığımız coğrafyada Af Örgütü'nün yayınladığı raporlar da aynı zamanda devlet güçleri açısından da önem verilen, hatta rahatsız edici raporlar olmuştur. Die von der Amnesty veröffentlichten Berichte zur Menschenrechtslage waren auch für die Vertreter des Staates sehr denkwürdig, denn diese Berichte setzten sie unter Druck. 1997 yılından beri devlet güçleri tarafından cinsel şiddete uğrayan, taciz ve tecavüze uğrayan kadınlara destek veriyoruz ve bu çalışmamızda da Af Örgütü'nün çok büyük desteklerini gördük. Im Arbeitsbereich der von den Sicherheitskräften des Staates der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung ausgesetzten Frauen, in dem wir seit 1997 engagiert sind, haben wir große Unterstützung von der Amnesty bekommen. Hazırlanan raporlar, yapılan açıklamalar, bizim içeride yaptığımız çalışmalarla örtüşerek kadına yönelik şiddet alanında da bir hak arama bilinci oluşmasına neden oldu. Die von der Amnesty vorbereiteten Berichte und abgegebenen Erklärungen entsprachen unseren Arbeiten im Lande und führten so zur Entstehung eines Rechtsbewusstseins im Bereich der Gewalt gegen Frauen. Coğrafyamızda hala insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Binlerce fail meçhul cinayet aydınlatılmadı. Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetleri hala açıklanmadı. In unserem Land sind Menschenrechtsverletzungen weiterhin an der Tagesordnung. Tausende von Fällen der sogenannten Morde durch unbekannte Täter und das Schicksal der in der Haft verschwundenen Menschen wurden nicht aufgeklärt. Cezaevlerinde hala büyük hak ihlalleri yaşanıyor. Düşünceleri nedeniyle insanlar hala yargılanmaya ve cezaevine konulmaya devam ediyorlar. In den Gefängnissen bestehen gravierende Rechtsverletzungen weiterhin fort. Es werden nach wie vor Menschen gegen ihre Meinung angeklagt und ins Gefängnis eingesperrt. Eskiye oranla iyileşmeler var, ancak insan hakları ihlalleri hala devam ediyor. Trotz einiger Verbesserungen im Vergleich zu früheren Zeiten dauern Rechtsverletzungen an. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlalleri devam eden birçok yerinde olduğu gibi bizim de kendi coğrafyamızda Uluslararası Af Örgütü'ne hala ihtiyacımız var. Aus diesem Grund, wie in allen anderen Ländern dieser Erde, in denen Rechtsverletzungen begangen werden, brauchen wir auch weiterhin in unserem Land die Amnesty.
Ben Türkiye'de, Kürdistan'da, coğrafyamızda yaşayan tüm insan hakları savunucuları adına bize verdiği destekten dolayı Uluslararası Af Örgütü'ne çok teşekkür ediyorum. Im Namen aller Menschenrechtsverteidiger in der Türkei, in Kurdistan, danke ich der Amnesty International herzlich für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihr Kommen. Die, wir wissen, wie Sie uns gestern erzählt haben, haben Sie morgen einen schweren Prozess, den Sie vertreten wollen. Wir möchten aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, nach etwas Schönes zu machen und Ihnen ein ganz winziges Präsent zu Ihrem zukünftigen Geburtstag zu übergeben. Bitte schön.